Na, was haben wir denn da? Das hörte sich doch eben wie eine echte Herausforderung an. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Feuer um Mitternacht. Ja, wir haben Weezer kennengelernt, die hat uns hierher gebracht, ist wohl irgendwie eine Göttin oder so. Die, ja, da werden vom Teufel noch 15 Seelen geschuldet, alles klar, wissen wir Bescheid. Und sie hat uns gesagt, ihr Haustier weist uns den Weg hinaus. Alles klar. Dann schauen wir doch mal, ob wir ihr Haustier finden können. Aber das kann irgendwie nichts Gutes sein. So. Musst ihr erst wieder ins Fenster klicken. So, ihr Haustier also. Ich wollte eigentlich nicht nochmal runter. Ihr Haustier. Oh. Oh. Ich wusste es. Na toll, das fehlt mir jetzt noch. Ob das wieder eines ihrer Spielchen ist? Habe ich eigentlich Fähigkeiten? Ich habe noch Fähigkeiten. Ergreifen die mich auch mal an? Auch das noch. Okay. Erdknecht. Na, du Knecht. Erdknechte. Sowas also. Eisstacheln. Ja, okay. Piu, piu, piu. Wir wollen ja ein bisschen Erfahrung bekommen, ne? Kastanie. Alles klar. Wobei, ich frage mich gerade, Moment mal. An dem Ding da oben lässt sich nur speichern, nehme ich an. Ja. Okay. In manchen Spielen gibt es ja auch Speicherpunkte, die zugleich auch Regenerationspunkte sind. Ich glaube unter anderem in Eternal Legends. Ich sollte das eigentlich echt mal spielen. Aber in dem nicht Erdknabe. Oder Erdknabbe? Jawohl, erledigt. So. Wobei ich jetzt schauen müsste, dass ich jetzt theoretisch auch die Sachen mitnehme, die er vorher, glaube ich, nicht mitnehmen wollte. Ich habe jetzt nur nicht, deswegen laufe ich gerade nochmal zurück. Hier. Sehen wie Kastanien aus. Könnten sich hier als nützlich erweisen. Ja, auf einmal, was? Das Kraut zum Arsch abwischen? Gleich zwei. Wie nett von ihr. Ja, da hat er sein Arschabweißbeschkraut mitgenommen. Ja, und weiter geht's. Wie viel wir noch bekämpfen müssen, bin ich mal gespannt. Oh oh. Dämonenfische. Dunkelerupt. Der Fackelsturm macht. Geht das auf alle? Kann ich die einfach grillen? Ich kann die einfach grillen. Auf den Grill mit euch, so. Ein Serum bekommen, sehr schön. Wenn ich hier. Ah, okay. Das bekommen wir nicht, schade. Das hier auch nicht. Okay, weiter geht's. Kastanien. Was können die eigentlich? Grüne Arnika, Kastanie, 100 MP. Das kann man ihm auf jeden Fall mal gönnen. Ja. Ja.
Ja, okay. Und den haben wir mehr. Deswegen, ne? Und wieso zum... Egal. Muss euch nicht jucken. So. Nee, hier ist nichts zu mitnehmen. Zack. Kastanien, natürlich. Immer gerne, immer her damit. Na, was haben wir denn da? Das hört sich doch eben wie eine echte Herausforderung an. Ach, du bist also Mamas Liebling. Ja, dann zeig mal, was du kannst. Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr geheilt. Eruption. Gerade mal eben was getrunken. Muss auch zwischendrin mal sein. Das soll ein Gegner sein? Ja, keine Ahnung. Anscheinend schon. Aber der ist tot. So, Fingal. Was ist Fingal? Ich bin jetzt irgendwie enttäuscht. Ich hatte mir mehr erwartet. Zum Beispiel, dass irgendwie mit D geschrieben wird. Nanu, was ist das? Ist das etwa ein magisches Schwert? Das ist das berüchtigte Fingal. Das legendäre Schwert eines berüchtigten Seeräubers. Es ist leichter, als es aussieht, und seine Kraft ist unbeschreiblich. Ich sollte es auf jeden Fall mitnehmen. Es wäre viel zu schade, diesen kostbaren Schatz hier liegen zu lassen. Und nebenbei kann ich auch dieses blaue Kraut mitnehmen. Okay. Aber ausrüsten kann ich es nicht. Och, Manu. Ja. Dö-dö-dö-düm. Da werden mich doch wieder Fische angreifen. War klar. Die leg ich wieder auf den Grill und gut ist. Die machen auch nicht mehr so viel Schaden. So. Da sind Kastanien. Juhu. Ich schätze, diese Kostbarkeiten habe ich ihr zu verdanken. Sie scheint wohl Scheren mein, sie scheint. Sie scheint wohl an meinem Leben sehr zu hängen. Ah, das ist so schwer. Guck. Tschüssi. Ich glaube, einmal reicht. Okay. Ach, weißt du was? Für die EP! Oh, gleich zwei von euch. Dann spieße ich euch halt auf. So, erledigt! 200. Okay. Warum auch immer das gleich zwei waren. Soll mir recht sein. Ja, noch mehr davon. Und der o hier oben ist jetzt offen. Uiuiui. Okay. Gehen wir mal hoch. Ich habe kein gutes Gefühl, wenn wenn ich die Kiste öffne. Besser, ich lasse es. Okay, aber Kiste. Ja, hofft mal wieder, das ist der erste Hebel. Kriege ich ja noch einen Fisch? Nee. Ein Fischi. Dann halt nicht. Glück. Für die EP. Die machen wir platt. Oh yeah. Schon ungewöhnlich, dass man am Anfang so mächtig ist, ne? Kastanie, sehr schön. Haben wir sie gleich wieder drin. Ja, wahrscheinlich können wir jetzt hier hoch. Ja. Wie zu erwarten war, aber in den Anfangs. In den. In den.
In den Anfangsräumen gab es sicher auch noch Zeug zum Heilen. Manno! Ich habe keine Lust zurückzukehren. Ja, du mich auch. Ja. Meine. Junge, das war falsch um eingestellt. Das kommt von links. Kommt das jetzt bei der linken dann von rechts? Nö, kommt immer von links. Okay. Egal. Spielsack speichern, also speichern wir. Willst du etwa gehen, ohne dich zu verabschieden? Zitze, das ist aber nicht fein. Statt mich mit deinem sinnlosen Dialogen zu belästigen, solltest du mir lieber endlich eine Klärung abgeben. Aber da es wohl die Pflicht einer Göttin zu sein scheint, über das niedere Geschlecht zu spotten und sie ihrer Würde zu berauben, werde ich wohl lange darauf warten müssen und die Zeit habe ich nicht. Scheint ja so, als hätten wir am Ende etwas gemeinsam. Und das wäre, Menschen zu quälen. Also darum geht's also. Du denkst wohl, dass du mich umpullen kannst. Aber da hast du dich getäuscht. Erspar dir deine Predigt. Ich bereue nichts. Du vergisst, dass ich eine Göttin bin. Ich weiß alles über dich. Alles, was du fühlst, denkst und selbst deine Vergangenheit kenne ich. Oh ja, ich weiß, was damals geschah. In jener Nacht. Wage es nicht, auch nur ein Wort darauf zu verlieren. Das ist meine Angelegenheit. Und egal, was du bist, es geht dich ein Dreck an. Es geht mich mehr an, wie du denkst. Als du denkst eigentlich, aber egal. Das sei es still und hör mir gut zu, denn ich wiederhole mich nicht gerne. Ich habe, wie du bereits sagtest, keinerlei Interesse an den Fortbestand der menschlichen Rasse. Allerdings handelt es sich in diesem Fall um den Eingriff in das Gleichgewicht der Natur. Um die Spirit der Erde. Erde, ja. Die Waage des Schicksals? Das ist doch nur ein Ammenmärchen. Keineswegs. Sie existiert. Ich muss es ja wissen. Schließlich bewache ich sie schon seit Jahrhunderten, ne? Sie ist verbunden mit der Lebensader des Planeten. Stirbt sie, werde auch ich sterblich. Und das würde Chaos auf die Welt herbeirufen, ne? Und was kümmert mich das? Sehr viel. Denn schließlich bist du ihr Auslöser. Was? Ich soll für das Chaos dieser Welt verantwortlich sein? Wie amüsant. Amüsant? Vielleicht, aber bestimmt nicht für dich. Ganz recht. Schweig nur. Denn wenn es etwas gibt, was du nicht tun solltest, ist es eine Göttin zu ärgern. Es ist mir ehrlich gesagt gleichgültig, wie viele Menschen du im Laufe deines Wahnsinns getötet hast. Doch einer von ihnen war die Hoffnung von uns allen. Und die hast du zunichte gemacht, indem du ihn aus dieser Welt gebannt hast. Na und? Wenn du dich deswegen unbedingt an mir rächen willst, hättest du es genauso gut den Hexen überlassen können. Du verstehst es noch nicht. Immer noch nicht, ne? Du bist derjenige, der dafür verantwortlich ist, was mit dieser Welt geschieht. Wenn du tot bist, wird das den Verfall nur beschleunigen. Was? Da ich deshalb keine andere Wahl habe, als dich gehen zu lassen, werde ich dir wohl oder übel deine Macht nehmen müssen. Was? Du Miststück, das wagst du nicht. Ich habe keine andere Wahl. An deiner Stelle würde ich keine Gegenwehr leisten. Pah, ich lasse mich doch von niemandem einschüchtern, auch nicht von einer Göttin. Uiuiui, Weezer erscheint. Hau zu! Okay, dann hau ich mal. Das ist wahrscheinlich so ein Kampf, den man eh nur verlieren kann. Deswegen werde ich mich hier auch gar nicht groß anstrengen. Ja, sie macht auch Doppelschaden, vergiss es. Ja, okay. Danke. Das Ende naht. Ja, dachte ich mir nämlich. Tja, du konntest Herausforderungen nie widerstehen, nicht wahr? Die größte Schwäche von allen.
Ich bin nicht schwach. Du hast einen starken Geist, jedoch ist er verkümmert von Boshaftigkeiten und Gier. Ohne sie wärst du noch viel stärker. Aber bis du es endlich begreifst, kann es für dich schon zu spät sein. Und jetzt entschuldige mich, ich habe jetzt weniger Ärgerliches zu verrichten. Tschüssi. Wehe du. Was soll das jetzt wieder? Wieso bin ich wieder hier? Und was sind das für Klamotten? Bei allen Meeren, meine Macht, sie ist weg. Diese Hexe, sie hat ihr Wort gehalten und mich meiner Macht beraubt. Dieses elende Miststück. Wenigstens bin ich jetzt nicht mehr unbekleidet und habe ein Schwert zu verteidigen. Aber was jetzt? So kann ich mich bei meinem Meister nicht blicken lassen. Sordak würde seine Chance nun nutzen, um mich kalt zu machen. So schwach ich zurzeit bin, käme ich wahrscheinlich nicht mal bis zur Grenze Diesils, ohne unentdeckt zu bleiben. So kann ich nicht einmal meine Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Gegen die Göttin kam ich nicht mal an, als ich meine ganze Macht aufbot. Verdammt, was denkt die sich nur? Wie soll ich am Leben bleiben, wenn sie mich so verkrüppelt? Okay, ruhig, Blut. Erstmal sollte ich sehen, wie ich hier unentdeckt und heil aus dem Wald komme. Dann kann ich ja immer noch Überlegungen anstellen, wo ich hingehe. Aber ich schätze, dass sie sowieso bald wieder ihre Finger im Spiel haben wird. Bestimmt. Ah, ja. Okay, dann sichern wir eben wieder anders. Und ich würde sagen, für diesen Part soll es das auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Feuer um Mitternacht. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.